Ja, hallo zusammen, willkommen zurück zu meinem Let's Play von Aguchi the Heartless. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal, waren wir vor dem Level Limbo stehen geblieben. Und ja, da würde ich sagen, knüpfen wir doch direkt dran an und tanzen mal Limbo. Ja, der Titel des Levels ist ein bisschen verwirrend, finde ich. Und genau, Limbo, eine Kreuzung. Rufen Sie Ihren Hirten, um den Weg über den Fluss Lot zu finden. Schießen Sie auf die schwebenden Tagungspunkte, um sich Ihren Weg zu bahnen. Alles klar. Dann bin ich mal gespannt, ob das jetzt funktioniert. Tut es das? Ja, es funktioniert. Okay. Auch mein Geist wird auf der langen Reise müde. Nach der Überlieferung eines anderen Volkes raubt der Fluss Lot jedem, der von ihm trinkt, das Gedächtnis. Wie gerne würde ich der Versuchung erliegen, meine Last fortzuspülen. Doch dann vergesse ich auch meine große Liebe. Oh, direkt fast runterfallen hier. Ja, wie gesagt, also Fluss Lot, wie wir es ja in der Beschreibung schon gelesen haben, den müssen wir überqueren und laufen dabei Gefahr... was ist das denn da unten? Und laufen dabei Gefahr, unser Gedächtnis zu verlieren, aber das ist nicht nur von Vorteil, weil Aguchi halt dann auch Kesho vergessen könnte und das wäre halt nicht so gut, ne? Das wird auch irgendwie nicht zu der Story passen. Aber naja. Schauen wir erstmal hier nach unten. Hier ist nämlich noch dieser Gegner da unten. Hier unten. Seht ihr den? Der steht hier an der Wand. So. Das ist nämlich ein Usch-Typ, genau. Usch, ja, richtig. Genau. Uff. Genau, hört sich an wie so ein Hund. Naja, egal. So, ja, Limbo, wie gesagt, ein sehr geiles Level, finde ich auch wieder. Ah, da ist noch einer. Zack, 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 zack. So einfach sind die, ey. Man muss einfach nur wissen, wie. Ein paar Höllenschläge, Höllenschlag ist halt ein sehr mächtiger Zauber. Und, ja, genau. Wir sind hier bei Limbo und viele Abgründe, wie diese Dinger da, die ihr gerade eben gesehen habt. Ah, komm schon. Komm schon! Hör auf zu laggen jetzt. Diese Dinger, die ihr da seht, das sind, so Sprungdinger, das heißt, wenn man da drauf geht, fliegt man hoch. Wird man leichter gemacht, sozusagen. Ja, gut, sie ist auch so nicht fett, aber ja. So, da ist dieser scheiß Vogel. Der nervt mich nämlich, weil der immer umherfliegt, aber passt schon so. Okay, gut, dann zack. Hier unten ist. Hier gibt es nämlich auch viele Geheimnisse in dem Level. Siehe, hier unten. Eieiei. Okay. Seht ihr das? Seelensucher. Aber Seelensucher und in ein paar anderen Passagen sind ja auch noch irgendwelche Köpfe. Und, jo. Upsala. So, dann geht's mal weiter hier. Da kommen Stacheln aus dem Boden, das finde ich auch sehr nett. Und lauf schneller, sehr schön. Und hier kann man einmal, zack, und da hinten noch, aber den muss ich so killen. Den muss ich so killen, ja. Zack, das war's schon, sehr schön. Ja, komm hier diese Dinger und das da. Oh! Okay. Komm schon. Ja. Und das da unten, das ist Säurewasser. Und ja, genau, da haben wir wieder so einen scheiß Vogel hier. Die nerven mich nämlich, weil die immer rumfliegen hier. Seht ihr das? Oh. Blödes Vieh, ey. So. Ey, der ist immer noch nicht tot. Jetzt. Ah, einen Moment. Ich muss mal gerade kurz pausieren. Okay, sorry für die kleine Unterbrechung. Da bin ich wieder. Ich musste mir kurz meine Nase putzen, weil ich bin leicht verschnupft. Flammengewand. Und ja, dann geht's mal weiter hier. Ah! Blödes Vieh, ey. Blödes Vieh! Geh sterben! Was macht der? Warum fliegt er nicht umher? Was ist mit dem los? Normalerweise kreisen die immer um einen und attackieren dich dann, sodass du die nicht treffen kannst. Und jo. Ah, mein Handy vibriert wieder die ganze Zeit. Ah, das mache ich gleich. Oh, da hinten ist ein übelst krasser Gegner. Ah, hier ist ein Speicherpunkt. Das speichere ich erstmal. Ja. Egal. So. Du kannst uns nichts. So. Nein, 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 nein. Ah, shit. Egal, dann nimm die Seelensucher. Nein, nicht das. Egal, da muss ich jetzt hinlaufen. Das Flammengewand, das ist nämlich ein Schutz. Und damit wir halt diesen Typen unversehrt
ja, killen können. Das ist ein Schutzschild quasi. Genau. Und da haben wir jetzt den Stein. Und hier oben. Ja, genau. Und ja, haben wir jetzt hier gesehen, ne, dass hier diese Plattformen erschienen sind. Und genau. Und jetzt kommt eine Schwierigkeit hier. Und zwar, man muss bei dieser Kamera, wird man hier verfolgt. Und man muss die Kamera halt immer ausrichten. Und das ist sehr gefährlich hier. Weil halt, da hinten kommen wir gleich erst hin. Wir müssen erstmal hier durchkommen. Oh, Lecksprung. Oh, wieder ein Lecksprung. Oh, Mann. Und das hier kann man nämlich kaputt machen. Sind so komische Gesichter drin. Ja, okay. Also habt ihr es gesehen? Das Ding ist verschwunden und das da hinten, das ist jetzt auch... Ah, Moment. Bevor ich jetzt dahin gehe, hau ich dem erstmal 10 Seelensucher ins Gesicht. Und? Reicht das? Sehr schön, es reicht, sehr gut. Weil auf den habe ich nämlich keinen Bock da hinten. Deswegen, joa. Und wir wollen ja die 100% kriegen, ne? Deshalb müssen wir nochmal hier hin. Und wir kriegen sogar noch... Ah! Doch, wir haben es noch gekriegt, geil, okay. Da ist nämlich der erste Kopf da hinten. Ja, hier sind halt extrem viele Abgründe, das ist... Ich hasse ja Abgrundlevel, ne? Ihr wisst ja schon aus Tengshu, dass ich Abgründe abgrundtief hasse. So, egal. Dann würde ich sagen, klettern wir erstmal hier hoch. Und zack, 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 zack. Kletteraffe Akuchi. Ja, für Afrika passt ja. Nee, sorry. Ich mag eigentlich Afrika, aber es hat halt den Ruf weg, ne? Naja. Und hier leckt's jetzt wieder. Oh, hier leckt's wieder, aber wir müssen erstmal hier runter. Oh, nee, ey. Hau ab, du blödes Drecksvieh. Oh, 2 von denen. Ja, danke. Nee, Moment, dann mache ich das so. Dann nervt mich nicht. Die sind nämlich so übertrieben nervig hier. So, guckt ihr das? Seht ihr das, wie die hier rumfliegen? Ah, das nervt doch einfach nur. Und zack. Oh, Mensch. Zack. Jetzt kill ihn. Danke. So. Die haben wir auch. Das ist nämlich übelst nervig gewesen. So, zack. Ah, schade. Hier, da guckt, ist so ein Gesicht drin. Ja, keine Ahnung. Ah, 96. Wir haben bald alle Puppen. Und ja. Sehr schön. Dann haben wir hier alles. Hier ist nämlich was. Seht ihr da diesen Strahl? Das ist nämlich ein Strahl, der uns leichter macht. Und guckt mal da. Da ist der Stein. Müssen wir hochspringen? Wenn der Strahl da ist und... Ei. Und den Stein mitnehmen. Sehr schön. War zwar ein Lecksprung, aber es hat geklappt. Genau, ja. Ich hoffe, diese kleinen Lecks, wie gesagt, stören euch nicht. Zack. Und? Genau. Jetzt bewegen sich nämlich diese Dinger da oben, weil vorher hätte man hier nicht... Ah! Hätte man hier nicht rüber können. Weil da würde man runtersliden und das wäre halt scheiße gewesen, ne? Genau. Oh, Junge, Junge, Junge. So, jetzt. Jetzt einfach abwarten, bis die Dinge halt gerade sind. Und dann hier rüber. Und dann da hinten noch rüber. Ja, ein bisschen Trials hier. Ist auch okay. Und ja, genau. Dann zack. Und somit erreichen wir auch diesen Zauber da hinten. Das ist nämlich ein... Oh, wie war das? Flammengewand. Genau, Flammengewand. Und ja. Oh, da hinten ist ein Hund. Seht ihr den? Das ist der Höllenhund. Den kill ich aber so. Wie viele braucht der? Boah, wie viele braucht der? Der ist ja heftig. Okay. Ja, dann haben wir den auch. So. Hier ist wieder so ein Zauberding hier. Wenn wir halt Zauber leer haben, müssen wir hier wieder hier hin. Aber das wird, glaube ich, nicht passieren. Oh, schaut mal da hinten. Da ist wieder einer unserer Freunde hier. Und 98. Noch 2 Puppen. Und? Komm schon. Ah! Ah! Okay. Zack, 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 zack. Ah, diese scheiß Lampe da ist im Weg. Krieg ich den jetzt oder krieg ich den jetzt nicht? Nee, das reicht nicht. Oh, Mann. Ja, egal, ich krieg mehr Leben. Ah! Ah!
Spasti. Ah. Oh, Gott sei Dank. Oh, heftiger Typ, ey. Aber Moment mal, bevor ich hier... Stopp. Zurück, zurück, bevor ich hier was vergesse. Ah! Nein! Scheiße! Oh, nee! Okay, das ist scheiße. Oh, ich muss nochmal den ganzen Kram von vorne machen. Nee, ich würde sagen, ich schneide das raus. Und dann sehen wir uns dann da gleich wieder. Also, bis gleich. Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder. Ich bin jetzt wieder hier an dieser Stelle angekommen. Und, ja, nichts passiert sozusagen. Wir müssen eigentlich erstmal nochmal hier runter. Schaut mal, da ist noch so eine Plattform. Die habe ich eben voll vergessen hier. Geh mal da runter. Und? Hier ist nämlich ein Kopf, glaube ich. Ja, hier ist ein Kopf. Seht ihr den da? Ist nämlich schon der zweite. Den habe ich fast vergessen eben. Da war ich schon da drüben und ja. Aber ja. So. Wenn das Ding rauskommt, direkt springen. So, und jetzt kriege ich den aber. Ohne, dass der da irgendwelche Faxen macht hier. Ja, sehr schön. Ja. Habe ich auch noch ein paar Seelensucher mehr. Also jetzt kriegen wir nochmal die Lebensleiste voll. Zack. Sehr schön. Boah, Junge, Junge, Junge. Es leckt hier ohne Ende. Ah, es war auch kurz vorm Speicherpunkt. Das war so bitter. Egal. 10 Stück. Zack, 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 zack. Sehr schön. Usch, der ist weg. Ja, hier müssen wir jetzt diese 4 Plattformen in die Mitte bringen. Ist eigentlich ganz easy. Wir müssen einfach nur überall diese Dreiecke aktivieren. Und genau, dann machen wir mal das hier. Hier müssen wir nämlich da oben hoch. Und dann müssen wir zum richtigen Zeitpunkt auf die Dinger springen. Oh Gott, das ist ja heftig. Das ist ja krass hier. Boah. Okay. Oh, diese Kamera, ey. Warum bewegt die sich immer? So, jetzt. Und jetzt. Lecksprung. Oh Gott. Ja, aber das passt. Das passt. Boah. Doch, es passt sehr gut. Ja. Uiuiui. Ah, da ist wieder so einer. Moment, ich habe aber nicht genug Seelensucher. Und zack, zack, zack. Oh, sehr schön, das hat geklappt. Den hole ich mir auch so, genau. Ja, wenn man keine Zauber hat, kann man hier nicht weitermachen. Man muss das Ding nämlich abschießen. Aber nicht nur das Ding, sondern auch einige Dinge. Ah, jetzt komm schon. So, das auch. Und zack, yes. Und jetzt geht es schneller. Ah, nein. So. Und zack. Nee, zack. Yes, geschafft, okay. Wie gesagt, ohne Zauber kann man das nicht machen. Deswegen muss man sich immer welche aufsparen. Oh, ist noch so einer. Egal. Du attackierst mich nicht, ohne dabei zu sterben, mein Freund. Was auch immer du bist. Und zack. So. Da haben wir alle 4. Und somit ebnet sich unser Weg weiter. Sehr nice. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Wie viele Köpfe haben wir denn jetzt? Wir haben jetzt 2. 2 Köpfe. Ja, das ist richtig. Das ist, glaube ich, sogar richtig. Weil hier ist schon der nächste da hinten. Oh. Wie viele gibt es denn von euch? Und das hat natürlich nicht getroffen, ist klar. Ei. Usch. Usch, genau. Ach, hier kann man noch nicht hoch. Sieht man vielleicht. Wir müssen nämlich da hinten hin, aber... Da links ist ein Herz, aber das brauche ich nicht. Hier gibt es aber 2 Wege. Und das zeige ich euch gleich. Ich weiß auch nicht mehr jetzt genau, wie das genau war. So, müssen wir jetzt hier abwechselnd auf diese Platten hier. Ah, nee, da nicht, okay. Ah, jetzt geht's zurück. Okay, alles klar, ich verstehe. Moment, aber das Ding ist, glaube ich, jetzt eh weg, oder? Oder kann man hier direkt? Was ist jetzt hier? Was? Moment mal. Wie ging das denn nochmal? Da drüben, da sieht er nämlich einen Schalter, da. Und da müssen wir irgendwie drauf. Aber das war auch mit diesen Platten hier. Ich glaube, da hinten war der Durchgang, nicht hier. Der war da hinten. Ah, Gott. Ja, jetzt hier links, oder? Ah, jetzt hier. Hier. So. Oh mein Gott. Oh.
Also machen wir nämlich das Ding auf. Und da ist ein Kopf drin. Yeah, sehr schön. Der nächste. Und ja, dann können wir jetzt hier drauf springen. Haben wir noch diese vier Puppen. Boah, ey, es ist so krass hier. Und jetzt nicht X drücken, weil dann würde ich runterfallen. Ach, weißt du was? Ich habe jetzt keinen Bock da durch dieses... über diese Dinger da zu laufen. Ich gehe jetzt einfach hier durch. Kostet mich zwar ein bisschen Leben, aber da hinten ist doch ein Herz, mein Gott. Haben wir jetzt nämlich hier den dritten Kopf schon. Zack. Ja, das zieht nämlich übelst viel ab hier. Aber es geht ja auch so. Es geht halt schneller. Warum soll ich da jetzt noch meine Zeit verschwenden? So. Und da geht nämlich die Leiter hoch, die wir eben gesehen haben. Beziehungsweise nicht gesehen haben. Jetzt können wir nämlich hier an diesem Ding... Habt ihr eben gesagt, der Sprung ging ins Leere. Jetzt können wir hier springen und an die Leiter dran. Somit kommen wir auch hier hoch. Sehr schön. Uiuiui. Okay. Dann gibt es hier nichts mehr. Dann machen wir den kaputt. Bewegt sich das Ding. Sehr geil. Haben wir noch ein Herzchen. So, dann gehen wir mal hier weiter. Und ein Speicherpunkt. Sehr geil. Okay. So. Jetzt kommt nämlich hier noch so ein Ding. Wieder so Plattformsprünge mit Abgründen. Ich hasse das. Und dann noch unter Zeitdruck mit dem Scheißding da. So. Aber egal, ich glaube, das geht klar. Ja, das geht schon klar, glaube ich. Aber frage ich es jetzt wirklich, ne? Man muss erstmal zurück, damit man nach vorne kann. Das ist wieder typisch Programmierung in diesem Spiel. Aber naja. Oh Gott. Oh, Lecksprung, ey. Ah, da ist wieder ein Hund. Oh mein Gott, ich hasse diese Lecks. Oh, Gott sei Dank. Und? Ah, zack, 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 zack. Sehr schön. Oi, hä? Reingepackt? Nee. Ich muss eine Treppe hoch, aber... Moment mal. Boah. Shit. Hier ist nämlich noch was hier hinter. Nämlich noch Puppen hier, seht ihr. So, wir gehen mal die Treppe hoch. Ah, Moment. Moment. Nee, 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 stopp. Was sind das denn für Dinger? Die habe ich ja beim letzten Mal aber nicht geholt. Also beim Let's Play. Die sind neu, glaube ich. Naja, egal. gehen wir hier hoch. Und ich glaube, hier wartet jetzt unser Freund. Hä? Wenn wir jetzt hier den aktivieren. Genau, wir sollen ja den Fluss Lot überqueren. Und das machen wir mit diesem lustigen Zeitgenossen. Der wirkt doch sehr vertrauenserweckend, oder, Akuchi? Und zudem steigen wir jetzt ein. Genau, Cutscene. Ja, wir sehen jetzt nochmal alle Stationen, wo wir waren, zwischenzeitlich. Und ja, schöne, schöne Flussfahrt hier. Wir sind angekommen. Vielen Dank, werter Herr Tod. Vielen Dank für den netten Ritt. So. Das Lustige hier ist nämlich, guck mal da unten, da ist der Anfang. Da haben wir angefangen. Wir hätten eigentlich nur hier hoch müssen, aber der Baron will uns natürlich durch die ganze Hölle schicken und deshalb mussten wir jetzt erstmal die ganze Kacke hier durchqueren. Aber das hat doch geklappt. So, was haben wir hier noch? Da ist ein Hund drin. Okay. Frage ist jetzt... Ah, hier. Okay. Damit gehen, glaube ich... Nee, hä? Wie gehen denn diese Türen auf? Gehen die jetzt automatisch auf, oder was? Ah ja, jetzt gehen die automatisch auf und jetzt kommt, jetzt kommt auch der Hund. So. Mach hier den Flammengewand. Und wo ist der Hund? Da ist der Hund. Komm schon. Da ist der Höllenhund. Und zack, 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 zack. Sehr schön. Das ging doch schnell. So, oh. So, dann haben wir da noch ein paar Puppen drin. Ah, wir haben auch schon wieder 15 Stück von denen, ne? Das ist sehr gut. Jo, dann, was haben wir? Moment mal, was? Ah, hier, ach so. Ich war kurz verwirrt, wo es weitergeht. Und ja. Ja, genau. Da spawnt einfach so ein Hund. Oh, Mann, ey. Diese Logik von dem Spiel manchmal, das ist... Hallo, wie lange brauchst du zu sterben? So. Wow, was?
Ah, da! Okay. Es, ah, scheiße, er ist weggegangen. Egal. Zack, 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 zack. Husch. Jo. Ah, okay. Ja, jump and run, ne? Ah, da ist noch einer. Uff, ey, du Hund. Zack, zack. Ey, du bleibst da. So. Husch, ja. Ah, ich spring einfach mal hier runter. Weil hier unten gibt es auch noch was, was wir sehen müssen. Cooler Effekt übrigens, dass man hier denkt, dass man, dass das Wasser fließt, aber es ist nicht so. Oder dieses, diese grüne Brühe hier, keine Ahnung, was das sein soll. So. Schwierigkeit hier. Da hochkommen. Und. Boah, Gott sei Dank, ey. Weil hier drunter ist ein Abgrund. Das ist, ja. Und ich habe noch volles Leben. Wie geil ist das denn? Und wir haben alle Köpfe, sehr schön. Und ich glaube, da können wir jetzt auch hier hoch. Wie gesagt, 100% Challenge ist noch aktiv. So. Dann. Da hinten ist noch ein Gegner. So, den mache ich aber mit dem hier. Oh, leck. Zack, 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 zack. Oh, ja, ja, ja. Okay, zack, zack. Ey, beweg dich nicht. Hau doch mal ab hier. Oh, wie flink der sich bewegt, ey. Das ist krass. Egal, den Zauber da hinten. Hier gehen jetzt zwei Wege, nach links und nach rechts, aber das nach links geht nur zu dem Zauber, das bringt nichts. Aber ich hole ihn der Vollständigkeit halber trotzdem. Ist klar. So, dann holen wir den hier und gehen mal wieder runter. Genau, und fällt dann nämlich wieder runter und kann wieder hoch hier. Aber ja, ich habe jetzt diesen Umweg nur für einen Zauber gemacht. Wir müssen nämlich hier rechts rum. Genau, einfach drauf springen, schnell genug. So ein bisschen wie in Carlos. Und ja, wir haben es geschafft. Das war das Level Limbo. Dann schießen wir den mal noch zwischen die Beine hier. Und dann haben wir es geschafft, würde ich sagen, Freunde. Jo, dann würde ich sagen, gehen wir einfach mal durchs Geistertor. Und ja, dann würde ich sagen, rein da. Mit allen Köpfen hier. Und ja, Limbo, eine Kreuzung, 40 von 40, wunderbar. Frage ist jetzt, kommt die Cutscene? Kommt die Cutscene? Der Leiden wird bald ein Ende haben. Du hast den Zugang zum vierten Vorhof der Hölle fast erreicht. Nur Purity, den Wächter des dritten Vorhofes, musst du noch besiegen. Oh, der nächste Endboss, okay. Ja, dann würde ich sagen, ja, haben wir das Level Limbo geschafft. Das war ja doch ein sehr cooles Level, ich finde. Sehr angenehm zu spielen. Angenehm nicht, aber angenehmer als manch anderes. Und jo, dann machen wir beim nächsten Mal hier den Boss Purity. Und ja, genau, dann würde ich sagen, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Und mit demjenigen, der es gefallen hat, kann auch gerne ein Like oder Abo dalassen oder auch weitersagen. Würde mich sehr freuen und jo. Dann würde ich sagen, sehen wir uns hier in der nächsten Folge bei Purity und Sebi spielt. Bis dann.